if everybody would please remain calm, listen to officers, staff and crew members. Bei Katastrophen auf Kreuzfahrtschiffen liegt das Schicksal der Passagiere in den Händen des Kapitäns und der Besatzung. Mit insgesamt 976 Menschen an Bord fing die Achille Lauro am 30. November 1994 im Indischen Ozean Feuer. Wer ein Zimmer in einem Hotel bucht, kann sicher sein, dass es nicht über ihm zusammenbricht. Wer ein Flugzeug besteigt, weiß, dass die Maschine in der Regel gut gewartet ist. An Bord eines Schiffes hat man weniger Grund, sich sicher zu fühlen. Aus einem kleinen Brand auf der Achille Lauro wurde ein verheerendes Feuer. Das Schiff ging unter. Vier Menschen fanden den Tod. Die Seefahrt ist ein Zweig des Transportwesens, bei dem eine weltweite einheitliche Kontrolle nur sehr schwer durchzuführen ist. Bestehende Sicherheitsbestimmungen durchzusetzen ist schwierig, denn oft fahren die Schiffe unter der Flagge von Ländern, die es damit weniger ernst nehmen. Helsinki 1998. Das 70.000 Tonnen Kreuzfahrtschiff Paradise im Bau. Hier in dieser finnischen Werft läuft alle 15 Monate ein imposanter Ozeanliner vom Stapel. Ein jeder von ihnen größer als die Titanic. Das Geschäft mit den Kreuzfahrten boomt. Kein Bereich der Tourismusbranche verzeichnet stärkere Wachstumsraten als der Komforturlaub auf dem Meer. Die Schifffahrtsgesellschaften rechnen damit, dass es so bleibt. In den nächsten 10 Jahren, so hoffen sie, wird sich die Zahl der Kreuzfahrtpassagiere verdoppeln. Doch das neue Massenvergnügen birgt immer noch die alten Gefahren. Im August 1998 brach auf der Ecstasy, einem Schwesterschiff der Paradise, ein Feuer aus. Die Position 6 Meilen vor Miami. An Bord 3.500 Passagiere, die meisten von ihnen bereits in Rettungswesten. Man vermutet den Brandherd in der Wäscherei, ausgelöst durch die Funken eines Schweißbrenners. Die Ecstasy, eines der modernsten Kreuzfahrtschiffe der Welt, betrieben von einer renommierten Schifffahrtsgesellschaft, befindet sich in ernster Gefahr, als die rettenden Löschschiffe eintreffen. Bei einem Feuer auf hoher See wäre vermutlich jede Rettung zu spät gekommen. Nicht jedes Schiff hat so viel Glück und nicht jedes ist in gutem Zustand. In den 80er Jahren hat es auf der Scandinavian Sun und der Scandinavian Sea Brände gegeben, bei denen 2 Menschen ums Leben kamen. Betreiber der beiden Kreuzfahrtschiffe war CS Cape, eine amerikanische Gesellschaft. Der Eigentümer, ein internationales Konsortium, ließ die Schiffe unter der Flagge der Bahamas fahren. Sie nutzen es aus, dass sie hier operieren können, ohne sich an die nach amerikanischem Recht geltenden Konstruktions- und Sicherheitsbestimmungen halten zu müssen. Die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NTSB veröffentlichte haarsträubende Berichte über den Zustand der beiden Schiffe. Eine rechtliche Handhabe, ihre Forderungen durchzusetzen, besaß sie nicht. Als ein drittes Schiff, die Scandinavian Star, brannte und die NTSB erneut die Sicherheitsvorkehrungen monierte, reagierte der Betreiber. Er nahm den Liner aus dem Kreuzfahrtgeschäft und setzte ihn als Fähre zwischen Dänemark und Norwegen ein. Ohne eine einzige Sicherheitsprüfung durfte die Scandinavian Star zwischen 2 Ländern mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen verkehren. Eine gängige Praxis im internationalen Seerecht, ein Weg, der in die Katastrophe führte. Am 6. April 1990 verließ die Fähre Norwegen mit fast 500 Menschen an Bord. Augenzeugenberichten zufolge waren die Gänge mit Abfällen übersät, die Crew ein bunt zusammengewürfelter Haufen, niemand hatte eine Brandschutzübung absolviert, die Verständigung war ein Problem. Unter den Passagieren waren Jan Harschem, seine schwangere Frau Christine und sein 1,5-jähriger Sohn Halvor.
Christine und ich hatten vor 2,5 Jahren geheiratet. Sie war 24, unser Sohn Halvor war 1,5. Im Sommer 1990 sollte unser zweites Kind auf die Welt kommen. Wir wollten die Osterferien in Dänemark verbringen, deshalb waren wir an Bord der Scandinavian Star. Es war schon spät, deshalb sind Christine und Halvor schlafen gegangen. Ich habe mich noch mit ein paar Leuten unterhalten und mir das Schiff angesehen. Ich erinnere mich, dass ich nach dem Abendessen in der Bibel gelesen habe. Lukas, die Geschichte von dem reichen Mann, der von sich sagt, er habe genug Güter angehäuft und wolle es sich nun gut gehen lassen. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Um 2.15 Uhr am Morgen des 7. April setzt die Scandinavian Star einen Notruf ab. Sie ist 60 Meilen von der nächsten Küste entfernt. Christine weckte mich und sagte, Jan, es brennt, du musst dich um Halvor kümmern. Christine ging durch den raucherfüllten Gang voraus. Jan Harschem sollte seine Frau nicht mehr wiedersehen. Ich nahm Halvor auf den Arm und verließ die Kabine. Auf dem Gang war so viel Rauch, dass ich nichts mehr sehen konnte. Nicht einmal die Wände an den Seiten, 1,5 Meter von mir entfernt. Die Zeit hörte auf zu existieren. Ich sah die Flammen, konnte mir die Katastrophe aber noch gar nicht vorstellen. Es herrschte Panik und Chaos. Die Leute liefen halbnackt herum, suchten ihre Freunde und Verwandten. Es war ein totales Gefühlschaos. Wo ist Christine? Was passiert hier? Wir waren ja von einer Sekunde auf die andere aus friedlichem Schlaf in eine dramatische Situation geraten. Um das Feuer zu bekämpfen, war es zu spät. Es gab nur eine Rettung, das Schiff zu verlassen. Glücklicherweise befand sich eine andere Fähre in der Nähe, die Stena Saga. Ich hörte den Captain über Lautsprecher sagen, sie hätten alles unter Kontrolle. Die Stena Saga wäre schon zu sehen und alle würden gerettet. Die Leute stiegen schon in die Rettungsboote, aber niemand wusste, wie man sie ins Wasser lässt. Die Leute hatten Angst, ins Wasser zu fallen. Ich band Halvor an mir fest. Dann kletterte ich mit ihm auf einer Strickleiter in ein Rettungsboot. Nach einem letzten Funkspruch verließen der Kapitän und fast alle Mitglieder der Crew das brennende Schiff. Captain, support that. There is nobody left aboard. This rescue helicopter 278. There is some people on the deck. Some of them are waving on the way and some of them seem to want to be taken aboard. Over. Must be somebody left. 30 Menschen befanden sich noch an Bord der Scandinavian Star, während auf der Stena Saga bereits die ersten Überlebenden versorgt wurden. Wie viele gerettet worden waren, wusste niemand. Eine genaue Passagierliste gab es offenbar nicht. All ships in the area. Report to Stena Saga as to number of rescued. Over. Call then 42 persons. Backup force 42 persons. Understood? Am nächsten Morgen stand die Anzahl der Geretteten fest. 335 Passagiere und Besatzungsmitglieder hatten die Katastrophe überlebt. Doch viele von ihnen vermissten Freunde und Angehörige.
Die Hoffnung, sie an Bord anderer Rettungsschiffe zu finden, schwand im Laufe der folgenden Stunden. Die Liste der Vermissten wuchs ständig an. Auch Jan Harschem wartete vergebens auf ein Lebenszeichen seiner Frau. Die Scandinavian Star wurde in einen schwedischen Hafen geschleppt, wo es endlich gelang, das Feuer zu löschen. Erst jetzt konnten Bergungsmannschaften die unteren Decks betreten. Überall bot sich ihnen das gleiche entsetzliche Bild. In den Gängen und Kabinen, selbst in den Duschen, wo sie Zuflucht vor dem Feuer gesucht hatten, stapelten sich die Toten. ...158 Menschen waren auf der Scandinavian Star ums Leben gekommen, darunter 29 Kinder. Es war die schlimmste Bilanz einer Feuerkatastrophe in der Geschichte der Seefahrt. Skandinavische Behörden veranlassten eine strenge Untersuchung des Falls. Als ich an Bord der Scandinavian Star ging, habe ich natürlich zunächst ein Schiff gesehen, das schon ein paar Tage lang gebrannt hatte. Man muss unvoreingenommen an so eine Aufgabe herangehen. Es ist sehr wichtig, sich einen Gesamteindruck zu verschaffen. Wir haben Augenzeugen befragt, was sie gesehen haben. Rauch, Flammen, was sie gehört haben. Und wenn möglich, zu welchem Zeitpunkt sie die verschiedenen Dinge gesehen und gehört haben. Sehr bald konnte ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. In einem Gang auf dem dritten Unterdeck entdeckten die Experten verbrannte und nicht verbrannte Bereiche, die klar voneinander abgegrenzt waren. Hier musste der Ausgangspunkt des Feuers gewesen sein. Da hatte es begonnen, und zwar mit Sicherheit durch eine offene Flamme. Bereits am Abend zuvor hatte es an Bord zwei kleinere Feuer gegeben. Der Verdacht auf Brandstiftung erhärtete sich, als man unter den Opfern einen Mann entdeckte, der schon mehrfach Brände gelegt hatte. Ob er für die Katastrophe verantwortlich war, ließ sich jedoch nie eindeutig beweisen. Doch wie hatte sich das Feuer mit einer so rasenden Geschwindigkeit ausbreiten können? Schließlich waren die Wände der Korridore mit nicht entflammbarem Asbest verkleidet gewesen. Aus unbeschädigtem Originalmaterial baute man einen der Schiffskorridore nach und setzte ihn in Brand. Wäre die Scandinavian Star mit einer Sprinkleranlage ausgerüstet gewesen, wäre das Feuer schon in diesem Stadium gelöscht worden. Bei einem Feuer liegen Himmel und Hölle ziemlich nah beieinander. Es sind oft nur winzige Faktoren, die zur Katastrophe führen, oder nicht? Innerhalb von 2 Minuten stand der ganze Korridor in Flammen. Das Feuer war außer Kontrolle geraten. Die engen Gänge erwiesen sich geradezu als Brandbeschleuniger. Sie intensivierten das Feuer, sodass es leicht auf den nächsten Gang überspringen konnte. Zehn Minuten nach Ausbruch des Feuers standen die Korridore voller Rauch. Die Passagiere schlugen Alarm. Doch das veraltete Feuermeldesystem der Scandinavian Star erwies sich als völlig unzureichend. Der Kapitän sah auf der Brücke verschiedene Signale von verschiedenen Korridoren ankommen, wo Leute auf die Alarmknöpfe drückten. Der Kapitän schloss per Knopfdruck die Feuertüren der betreffenden Sektionen. Doch dort, wo das Feuer ausgebrochen war, hatte natürlich niemand den Alarmknopf gedrückt. So blieben die Türen der Treppenaufgänge offen, die zu den Passagierdecks führten. Das Feuer konnte sich über die Treppe verbreiten. Außerdem stand die Feuertür zum Autodeck offen. Sie war durch einen Gegenstand blockiert. Die Untersuchungskommission bekam Verstärkung aus den USA. Paul Aspenson von der amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde schloss sich seinen skandinavischen Kollegen an. Er hatte bereits die früheren Feuer auf der Scandinavian Star untersucht.
Für die Sicherheitsbehörde war dieser Fall von großem Interesse, da es ja auf der Sea, der Sun und der Star wiederholt gebrannt hat. Wenn es zweimal auf demselben Schiff brennt, wissen wir, unsere Sicherheitsempfehlungen sind nicht beachtet worden. Die Crew ist einen Tag, bevor die Fähre losfuhr, angeheuert worden. Es hat keinerlei Brandschutzübung gegeben. Die Crew wusste nicht, was ihre Pflichten in einem Notfall waren. Die Fluchtwege waren nicht gut gekennzeichnet. Auf einem der Hauptfluchtkorridore stand der Rauch so hoch über dem Boden, dass die Hinweisschilder verdeckt waren. Allein in diesem Korridor haben wir 70 Tote gefunden. Es war schrecklich, so viele Menschen da liegen zu sehen. Alle tot. Ein Polizeibeamter ist einen ganzen Tag lang mit mir durch das Schiff gegangen. Er hat alles gründlich untersucht. Ich hatte nur eine Frage an ihn, und die war, wo Christine gefunden worden war. Erst am Abend hatte ich den Mut, diese Frage zu stellen, und da hat er mir auf einem Plan gezeigt, wo man sie gefunden hat. Hier, die Nummer 27 auf diesem Plan, das ist Christine. Im dichten Rauch war Christine in einen Korridor ohne Ausgang geraten und dort erstickt. Jan fand eine Tür, die ins Freie führte. So hatten er und sein Sohn Halvor überlebt. Die Menschen liefen den Gang hinunter und dachten, sie kämen zum Ausgang, aber es war eine Sackgasse. Es gab einen Fluchtweg, aber sie wussten nicht wo. Niemand zeigte ihnen den Weg. Sie waren unverletzt. Sie sahen aus, als würden sie schlafen. Manchmal lagen ganze Familien da und hielten sich im Arm. Die meisten der Opfer wiesen keine Brandverletzungen auf. Auch die typischen Zeichen für eine Rauchvergiftung fehlten. Bei der Suche nach der Ursache für ihren Tod stieß die Untersuchungskommission auf eine dünne Plastikhaut, mit der die Asbestwände beschichtet waren. Wir entdeckten, dass durch das Feuer große Mengen von hochkonzentriertem Hydrogencyanid freigesetzt worden waren. Eine Minute in dieser Luft genügt, dann ist man tot. Anfangs waren diejenigen, die in ihren Kabinen geblieben waren, in Sicherheit. Über die Lüftungsanlage des Schiffs wurde frische Luft von außen zugeführt. Doch 50 Minuten nach dem ersten Alarm schaltete der Kapitän die Lüftung aus, in der Hoffnung, dem Feuer so den Sauerstoff zu entziehen. Als die Ventilation ausgeschaltet war, konnten die Gase und der Rauch durch die Lüftungsgitter und Ritzen in den Türen in die Kabinen eindringen. So sind auch die Menschen in den Kabinen umgekommen. Über 100 Menschen starben in ihren Kabinen. Sie bezahlten die Fehlentscheidung des Kapitäns mit ihrem Leben. Die Untersuchungskommission kam zu dem Schluss, dass die Scandinavian Star aufgrund ihrer Sicherheitsmängel gar nicht hätte auslaufen dürfen. Kapitän und Crew wurde eklatantes Fehlverhalten bescheinigt. Sie hatten die Lage der Passagiere nur noch verschlimmert. Crewmitglieder müssen nicht nur die Kojen machen. Sie sind verpflichtet, die Passagiere im Notfall zu den Notausgängen zu führen. Aber solange man das diesen Leuten nicht einimpft, sie nicht trainiert, wird man das Problem immer haben. Egal auf welchem Schiff. Der Kapitän wurde zu 2 Monaten Haft verurteilt. Die Betreiberfirma CS Cape versuchte, sich aus der Verantwortung zu ziehen. Sie habe das Schiff einen Tag vor seiner Unglücksfahrt verkauft.
Doch die Dokumente des Schiffsregisters der Bahamas, unter deren Flagge die Scandinavian Star fuhr, widerlegten die Version. Der Verkauf fand erst 5 Monate nach dem Unglück statt. Seascape said, we have nothing to do with this ship anymore, but... Seascape sagte, sie hätten nichts mehr mit dem Schiff zu tun, aber ich habe hier noch meinen Kabinenschlüssel. Natürlich hatte Seascape damit zu tun. Sie machen einfach immer so weiter und die Leidtragenden sind die Passagiere. Leute haben ihre Ehepartner und Kinder, ihre Eltern verloren. Ich bin sicher, der Fall wird sich wiederholen. Eine Tragödie, die der auf der Scandinavian Star gleichkäme, hat sich zum Glück bis heute nicht mehr ereignet. Doch Brände an Bord von Passagierschiffen hat es genug gegeben. 10 ernste Fälle seit 1980. Und es gibt wenig Möglichkeiten, unseriösen Betreibern das Handwerk zu legen. Sie fahren weiterhin unter Billigflaggen, mit miserabler Ausrüstung und unerfahrenen Crews. Technische Mängel und menschliches Versagen auf See können unter ungünstigen Umständen viele Menschen das Leben kosten.